Und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge The IL. Ja, ich spiele wieder den kleinen Dilo, denn wie gesagt, bei Nacht eine ultimative Maschine. Leider wurden wir das letzte Mal getötet. Leider. War sogar in einem Livestream. Ich glaube, das war sogar in einem Livestream. Ja, wir müssen wieder wachsen zu 0,65, da müssen wir hinkommen. Und hier geht es natürlich wieder ab, zumindest höre ich hier die ganze Zeit Geräusche. Und Essen geht ja auch langsam wieder runter, das heißt, ein bisschen snacken wäre ja auch nicht schlecht. Und ja, ihr habt es ja sicherlich schon alle mitbekommen, denn so gegen Valentinstag oder so soll ja The IL der Recode kommen. Wir lassen uns alle überraschen, ob er kommt oder nicht. Ich denke mal, man kann so plus minus eine Woche machen. Denn man kennt es ja, sobald ein Spiel ja, oder ich sag mal, irgendetwas angekündigt wird. Es läuft nicht immer alles richtig so, wie man es gern hätte, sondern einiges schief. Das heißt, verbeißt euch nicht wirklich auf den 14. Februar. Also, ne? Plus minus eine Woche bestimmt. So, mal gucken, was geht hier so ab. Ich habe hier doch vorhin sehr, sehr viele Geräusche gehört. Wo sind sie denn alle hin? Warte mal, ich kann ja sniffen. Da, guck mal, da ist Fleisch. So, Fußspuren. Da haben wir eine Fußspur. Okay. Oh. Okay. Da liegen zwei T-Rexe, glaube ich. Und ein Hera, glaube ich. Oder keine Ahnung was. Ich gehe jetzt einfach ran und snap mir was, ne? Jo, danke. Moin, wie geht's dir steht? Ich snack hier mal ein bisschen, ja? Ui. Das ist nicht euer fucking Ernst, Alter. Ja. Ich würde sagen, wir fangen wieder bei 0,5 an. Verdammte Scheiße. Da haben sie mich einfach mal gerade weggesnackt. Ohne Scheiß, ich hoffe, ihr erstickt an meinem Fleisch. Definitiv. Mann, ey. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt hingehe. Denn bei Nacht, ja, Orientierung ist gerade nicht da. Obwohl ich so weit sehen kann. Ich laufe jetzt einfach mal den Fluss entlang. Vielleicht sehen wir ja etwas. Kann ja gut möglich sein. Oh. Vor mir ist etwas. Vor mir ist irgendetwas. Irgendetwas. Ich weiß noch nicht was. Och man, es sneakt doch ein bisschen schneller. Okay, ich versuche ranzukommen, Leute. Es geht nicht. Das kann nicht wahr sein. Los, komm. So ist gut. Genau so bleibst du jetzt. Irgendetwas. Ach mein Gott. Dann gehen wir halt so voran. Kann ja nicht wahr sein hier. Ja, unterm Baum. Unterm Baum. Unterm Baum ist er. Oh, ich würde jetzt so gern rangehen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Eins, zwei, drei, let's go. Ha! Booyaka! Meine Nachtsicht ist besser als deine. Wo ist er hin? Da ist er, da läuft er, da läuft er. Da ist er, da ist er. Er weiß nicht, wo ich bin, oder? Er weiß echt nicht, wo ich bin. Ey, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich sag ja, die Nachtsicht, ne? Ich versuche ihn zu töten, das auf jeden Fall. Wieso blutet er nicht? Ah, da ist eine Ente, die brauche ich nicht. Ich will den Alu haben. Wir gehen jetzt einfach mal hinterher, Leute. Gehen einfach mal hinterher. Er hat auf jeden Fall Panik. Das ist schon mal safe. Das ist schon mal safe. Rennt da weiter, rennt da weiter. So, ist kurz sniffen. Upp, da ist er lang gelaufen.
Also wenn ihr natürlich die Schritte besser sehen wollt, dann macht einfach hier, er liegt vor mir, er liegt vor mir. Yep, er ist vor mir, er ist direkt vor mir. Er ist direkt vor mir, im Baum drin. An deiner Stelle würde ich sniffen, mein Freund. An deiner Stelle würde ich jetzt sniffen. Sniff, dann weißt du, dass ich jetzt komme. Machst du das jetzt gerade echt nicht? Digga, meine Nachtsicht ist stärker als deine. Wo ist er? Da. Na los, komm mal. Jupp, den machen wir fertig. Hoffe ich mal. Wieso blutet der nicht? Ich renne einfach hinterher. Wieso blutet der nicht, Freunde? Er gibt doch kein Geräusch von sich. Sag mal, Cheater oder was? Ich renne weiter hinterher, ne? Ist er recht geil. Ach, jetzt habe ich ihn vielleicht. Jetzt habe ich ihn. Dam, 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 du wirst sterben, mein Freund. Du wirst sterben. Oder ich werde sterben. Mal gucken. Tja, hast du gesehen, wie schnell ich um den Kreis ran kann? Du nicht, ne? Ha. Tja, du nicht, mein Freund. Du musst damit klarkommen, was du da gerade hast. Aber kann das sein, dass der nicht blutet? Oder nicht bluten kann? Hm. Ja, ich weiß, was du versuchst. Geht nicht. Geht nicht! Ja, Mann. Wir haben Essen gemacht. Tut mir leid für dich. Tut mir leid, ich hatte Hunger. Tja. War ein toller Kampf. Ne, einmal am Arsch, immer am Arsch. So, nice. Ich weiß gar nicht, wie groß der war. Auf jeden Fall konnte er schon einiges aushalten. Wir sind erst 0,521, also noch ganz am Anfang. Das, was mich nur gewundert hat, ich mache jetzt mal kurz Sniffen. Ich bin der Meinung, hier liegt kein Blut. Es sei denn, ich habe es echt nicht gesehen. Mal gucken. Mal gucken. Hallo? Also, ihr seht selbst, es ist nur gelb da. Es ist nur gelb. Das heißt, in dem kleinen Modus macht er bei so einem Alu irgendwie keine Blutung. Ich war der Meinung, dass er auch in dem Stadion wirklich auch Blutung macht, aber irgendwie doch nicht. Komisches Ding. Ich werde mich jetzt erstmal hier daneben legen. Ja. Bisschen mit meiner Leiche reden. Nein, Scherz beiseite. Ja, aber ich war echt der Meinung, dass der auch jetzt schon bluten kann. Hm. Komisch. Naja, aber hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ne? Guckt euch den Brecher an. Guckt euch dieses kleine süße Ding an. Eine reinste Killermaschine. Und wir haben da oben Ava. Also ich würde sagen, an dieser Stelle bin ich definitiv erstmal safe. Was das Fressen betrifft und Wasser ist hier auch, glaube ich, gleich in der Umgebung. Das heißt, wir regen jetzt Stamina und danach geht die Reise weiter. Die Sonne ist aufgegangen, wir leben noch immer. Die kleine Leiche liegt auch noch hier und ich bin schon fast genauso groß, würde ich sagen. Vorhin sah das noch etwas anders aus. So, noch ein bisschen snacken, bevor wir Wasser holen. Ja. Hier seht ihr die Kreatur, die wir erlegt haben. Cooler Skin auf jeden Fall. So. Den sollten wir jetzt haben. Aber dennoch, für die Nacht würde ich ihn ruhig ein bisschen dunkler machen, denn hätte ich ihn vielleicht nicht gesehen. Aber da der Skin halt, ich sag mal, von unten her sehr, sehr hell ist und auch seitlich,
Schwierig. So, wir sind jetzt bei 0,551 gerade rüber gesprungen. Das heißt, wir haben fast die gleiche Größe wie zum Anfang hin des Videos. Auch nice. Ach ja, ich muss das sniffen. Wegen Wasser. Davor. Da gehe ich nicht hin. Ich gehe lieber zum Großen. Zum Sumpf wahrscheinlich. So. Hauptsache, wir werden nicht wieder getötet. Ah, okay. Da habe ich schon was gehört. War ja klar. Okay, das war ein Ava. Vielleicht ist der Fleischfresser ja dorthin unterwegs. Und ein Dilo war das. Ja. Ey, ich habe meine Verwandten gefunden. Nice. Ah, okay. Was haben wir da jetzt? Na, ob der... Die schreiben zwar im Chat Rex friendly, aber ohne Scheiß. Vertraut hier niemanden. Man kann nicht wissen. Man kann es wirklich nie wissen. So, mal gucken. Da hinten, da. Da ist der T-Rex. Ja, aber ich verstecke mich einfach hier drin. Und schon bin ich unsichtbar. Grün, grün, ne? Perfekt getarnt. Oh, da ist auch einer. Hui. Außer die Waldfee. Oh, die sind ja überall hier. Ja, moin. Es sind drei Stück hier. Okay. Okay. Naja. Muss hinter mir aufpassen. Okay, scheint eine große Familie zu sein, definitiv. Oh, guck mal, da oben haben wir diese komischen, ich weiß gar nicht, was das ist. Da gehen wir mal hin. Hallo T-Rex. Moin, hast du mich nicht gesehen? Ist alles gut? Sehr schön. Da war ich schon lange nicht mehr. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Mal einen Fight. Ich glaube, da habe ich sogar ein Dilo gespielt. Oder? Ja, da habe ich sogar ein Dilo gespielt. Bin leider gestorben. Weil in der Nähe, ich glaube, ein ausgewachsener T-Rex war und vier Alus. Und am Ende wurde ich gejagt. Nicht vom, also der T-Rex wollte mich natürlich auch zerfleischen. Aber die Alus, ja, zu viert keine Chance. Ich war noch nicht mal ausgewachsen komplett. Die aber. War lustig, war lustig. Vor allem, da ich den T-Rex echt geärgert habe. Das hat Spaß gemacht. So, aber hier würde ich sagen, meine Base. Hallo? Kommt jetzt hier hoch oder? Ne, irgendwo. Oh. Oh lala. Der hat Angst, glaube ich, kann das sein. Uiuiuiuiuiuiui. Ihr habt mich echt nicht gesehen oder seid. Oder was war da los? Ah, ich häng fest. Ich will doch nur was zu trinken haben. Meine Fresse. Die Kleinen könnte ich ja kriegen. Die Kleinen könnte ich kriegen, aber nicht den Großen. Könnte ein bisschen Ärger machen. Beziehungsweise töten, damit ich schon mal wieder ein bisschen Vorrat hat. Aber an Futter. Ob ich jetzt weiß, wo noch der Alu liegt, keine Ahnung. So, da sind sie. Da sind sie. Ich bin mal gespannt, vor allem wenn von The Eye der Recode kommt, was passiert mit dieser Map. Ich glaube, die gibt es da nicht mehr, oder? Schreibt das mal ein bisschen in die Kommentare, falls es der ein oder andere von euch weiß. Guck mal, den Kleinen könnte ich jetzt kriegen, locker. Den bei den gelben Pipes. Ah, jetzt rennt er los. Den hätte ich aber locker kriegen können. So, wir trinken aber hier, um sicher zu gehen. Den hätte man jetzt locker kriegen können. Und ich denke mal, Blutung hätte er vielleicht jetzt bestimmt gekonnt. Ist er jetzt ein bisschen erwachsener.
Falls ihr mal eine Höhle braucht, beziehungsweise keine Höhle, sondern einfach nur ein Dach über dem Kopf, geht hier rein. Hier kommen die Großen nicht rein, denke ich mal. Nee, passen nicht. Dürften nicht hier reinpassen. Und wenn, dann gibt es hier bestimmt eine Möglichkeit, um sich hier irgendwo reinzubuggen. Na, oder auch nicht. Schade, hätte er sein... Oh. Das war doch gerade ein... War das gerade ein Jutter? Muss ich vorsichtig sein. Da muss ich vorsichtig sein. Warte, da mache ich nochmal Luki-Luki. Hat sich zumindest danach angehört. Ich weiß es nicht genau. Also die sind noch immer da? Okay. Nochmal sniffen. Ja, direkt voraus. Komm, wo? Wo? Da vorne ist eine Ente. So, nicht wundern, ich bin jetzt extra so nah dran, damit ich die frühzeitig sehen kann. Da vorne sind sie. Die werden wir jetzt kurz mal beobachten, was die vorhaben. So, kurz gucken, ob hier irgendwo ein T-Rex drin ist. Nee, sieht gut aus. Na, warum schreist du denn so? Lauf, Tilo, lauf! Gleich hast du es geschafft, gleich sind wir am Baum. Gleich sind wir am Baum. Gleich hast du es. Gleich hast du es. Gleich, gleich, gleich. Und... Ja, wir sind da. Puh. Oh mein Gott. Boah, war das anstrengend. Puh. So, sonst machen die nichts. Nee. Aber ja, die sind jetzt noch klein, die T-Rexer, aber sobald die groß sind, muss sich die Gruppe so oder so trennen. Das ist schon mal sicher. Ach Mann. Ich hoffe, dass das hier, das was ich hier gerade versuche, mit dem Recode gefixt wird. Dass er endlich mal normal kriegt. Ich weiß doch nicht, warum der solche Probleme hat, warum der so rumbackt. Wenn ich jetzt... Da sieht man das. Und wenn ich jetzt... So geht er wieder normal. Und wenn ich jetzt eine bestimmte andere Richtung einschacke, so wie das hier, dann passt es nicht. Verstehe es nicht. So. Aber da vorne ist die Familie. Im Endeffekt könnte ich die ja eigentlich alle hinterherjagen. Um am Ende immer fressen zu haben. Könnte man machen. Denn so wie wir schon des Öfteren miterlebt haben, wenn ich ab und zu mal gejagt wurde von irgendeinem anderen Dino und die Gruppe war halt etwas größer. Leute, womit ihr die Gruppe richtig ärgern könnt, also es ist ja natürlich nicht eure Schuld. Während euch ein anderer jagt, laufe in einem anderen Dino rein. Somit wird er auch aufgefressen. Haben wir schon öfters erlebt im Stream. Wir haben gefeiert, gelacht. Das war auf jeden Fall richtig nice. So, aber noch knapp einen Monat, etwas über einen Monat. Dann kommt der Recode raus, meine Freunde. Somit würde ich dann erstmal sagen, das war's mit einer weiteren Folge. Wir sind weiterhin gespannt auf den Recode. Und natürlich auch auf Path of Titans. Zwei Spiele, die ich auch hauptsächlich auf meinem Kanal danach präsentieren werde. Und mal gucken, was uns noch so erwarten wird. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi.